Es gibt einen Zugang zur Rax, der vielleicht der originellste ist. Wo die mittelgebirgsartige Umgebung umschlägt in die alpine Felskulisse der Preinerwand, führt mich der langjährige Bergretter Ewald Putz zu einem legendären Klettersteig. Weißt du, der ursprüngliche Heidsteig war nicht ganz so spektakulär, wie er jetzt ist, sondern ist da über diese Schlucht aufgegangen. Insgesamt ist ja der Heidsteig schon über 100 Jahre alt, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber so ungefähr 105, 106 Jahre alt. Und so 10, 20 Jahre später hat man dann die jetzt übliche Varianten gemacht. Also wo es über die steile Wand aufgeht, da geht es also in diese Schroffen und ist eigentlich auch sehr gefährlich da, weil es steinschlaggefährlich ist. Der nach einem früheren Bürgermeister benannte Steig hat Denkmalcharakter. Schon 1910 wurde diese künstliche Kletterlinie vom Kunstschlosser August Schöppel durch die Wand gelegt. Dass der Erbauer den Beinamen der verrückte Schöppel bekam, ist wohl eher als Kompliment zu verstehen. Außerordentlich kühn hat er sich damals mit einem eigens konstruierten Kletterapparat mit Stelzen über senkrechte Stellen hochgearbeitet. In den extremen Passagen wurden Steigbäume montiert, wie sie im Bergbau üblich waren und die an Schiffsmasten erinnern. Aha. Österreich wollte ja immer schon gern zur See, gell? Ja. Diese Steigbäume. Ja, ja. War eine gewaltige Seemacht. Alles K und K. Ja. So erleben wir Alpinismus, wie ihn die heroische Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erfunden hat. An diesem alpinen Südabsturz der Rax, inmitten der ansonsten in sanften Hügeln zur Donau hin auslaufenden Alpen. Da muss man schon wegen hinlangen. Ja. Schöppel hat eine besonders exponierte Linie durch den höchsten Teil der Felswand gefunden. Mitten in der Preinerwand stößt Ewald Putz auf zahllose Erinnerungen früherer Touren. Hier führen klassische Routen durch, die völlig aus der Mode geraten sind. Ja, das ist das sogenannte Kirchendachel und die Preinerwand Südostkanten. Und das sind halt sehr, sehr herausfordernde Touren, berüchtigt für die Brüchigkeit. Und das hat man halt früher mal, sind wir viele solche Touren gegangen, da war halt die Brüchigkeit praktisch ein Teil der Schwierigkeit. Gell? Heutzutage mag das niemand mehr. So sind sie vereinsamt jetzt, ja. Ein, wenn man so will, alpin-historisches Gemäuer. Das zeigt, wie sich die Stilistik und die Vorlieben gewandelt haben. Der Heidsteig selbst ist immer noch beliebt, auch wenn es heute nicht so ausschaut. Lebendig ist auch die Tradition der Bergrettung, die nach einem Lawinenunglück auf der Rax gegründet worden ist. Wie wir jung waren, war das eigentlich irgendwo ein bisschen eine Selbstverständlichkeit für einen Kletterer, dass er eben zur Bergrettung gegangen ist. Und jetzt sind es fast 50 Jahre. Nicht? Viele traurige Erlebnisse, viele schöne Erlebnisse. Wir waren immer zusammengeschweißte Truppen. Gell, und geht weiter? Geht weiter, natürlich. Wir haben das Glück, dass wir starke, junge Kletterer auch wieder zu der Bergrettung bei uns kommen. Musik.
Von der historischen Steiganlage, die damals noch unkletterbares Gelände zugänglich gemacht hat, schwärmen die Tourenbeschreibungen und Portale noch heute. Über abwechslungsreiche Stellen und durch die Exponiertheit immer verbunden mit der landschaftlichen Umgebung erreichen wir einen symbolbehafteten Ruheplatz, zu dem Ewald natürlich eine Geschichte weiß. Ja, das ist die berühmte Heidsteig-Madonna, allerdings nicht das Original. Also da hat so ein Breiner Holzschnitzer hat da einmal eine Madonna geschnitzt gehabt und die ist über Jahre da gestanden und die war sehr, sehr schön, sehr expressionistisch. Und dann hat einmal der Blitz eingeschlagen und die Madonna hat sie über die Wand runtergehauen. Die Nachfolgerin wurde dann bei einem Schnitzer im Grötnertal bestellt. Diejenigen, die sich an die Alte noch erinnern können, denen tut es leid. Weil die schöner war? Die war schöner, ja. Herber. Ein bisschen besser zu Rax hat es gepasst. Der Name Rax leitet sich vermutlich vom mittelalterlichen Raxe ab, was so viel wie rau und eine schütterbewachsene Fläche bezeichnet. Jetzt sind wir mittendrin im Ambiente dieses Bergmassivs, 80 Kilometer vor Wien. So, Georg. Sehr schön. Das war's dann, gell? Sehr schön. Nach der stundenlangen Auseinandersetzung mit dem Fels wirkt der höchste Punkt der Breinerwand wie ein Impuls zum Losfliegen. Nur gut 1700 Meter Höhe reichen für diese markante Position. Mit der Rax und dem Nachbar, dem Schneeberg, enden hier die Alpen. Von allen Seiten führen Wege auf dieses langgestreckte Karstplateau und seine verschiedenen Erhebungen, die zu den frühen Zielen einer alpin begeisterten Bevölkerung zählen. Unten liegt die alte sommerfrische Reichenau an der Rax und weiter draußen im Osten das südliche Wiener Becken zur Donau hin. Das gut 200 Millionen Jahre alte Kalkriff ist von Wind und Wetter zerrüttet und obwohl es so karg ist, ein zauberhafter Blumenberg. Die natürliche Schönheit im Kleinen, das Gefühl der Weite und Unbegrenztheit im Großen spüren wir besonders bei unserer Überquerung des über 10 Kilometer langen Plateaus. Die Sportlicheren aus der Wiener Geisteselite kamen einst hierher, wie die Psychologen Viktor Frankl und Sigmund Freud. Und Sigmund Freud war auch Wanderer. Ja, die bessere Gesellschaft in Wien, war das Wandern und Bergsteigen durchaus ein Modesport um die Jahrhundertwende. Und der Freud hat sogar ein eigenes Zimmer da herum, ein Motorhaus gehabt. Vom Originalzimmer ist heute nichts mehr erhalten. Geblieben aber sind geistige Aggregatzustände der Atmosphäre auf der Rax. Und kann man irgendwie sagen, dass die Rax da das Werk oder die Schriften das Denken beeinflusst hat? Also vom Freud weiß ich weniger, aber vom Frankl weiß ich, das hat er immer wieder betont, dass wenn er sein bekanntestes Buch oder eines seiner bekanntesten Bücher, das trotzdem Ja zum Leben, hat er zum Teil auf dem Ottohaus, da auf der Rax herumgeschrieben. Und wenn er das Buch liest, weiß er bei jeder Zeile, die er auf der Rax geschrieben hat, dass er es da geschrieben hat. In die eher sanfte Umgebung um die Rax und den bekannten Semmering hat sich um 1900 die Wiener Belle Epoque eingenistet. Villen und Paläste wurden gebaut wie das seit Jahren eingemottete Südbahnhotel. Der Motor der touristischen Erschließung war die Semmeringbahn. Heute modernisiert, aber ein Ingenieurdenkmal. Die damalige Reichshauptstadt Wien hat dieser Alpengegend ihr Gepräge gegeben,
die Stilistik einer Epoche, in der man Zeit für die Sommerfrische hatte, mit 5-Uhr-Tee, Theater und Konzerten. Selbst der berühmte Modernist Adolf Loos hat hier ein Berghotel gebaut. In einem Bild wie vor 100 Jahren starten wir eine Tour zum Schneeberg, dem zweiten Bergmassiv der Wiener Alpen. Mit Eva Gruber, Künstlerin, Autorin und Tochter eines Bergführers. Ja, das ist ein Urbild von Bergromantik, kann absolut man sagen, oder? Ja, ja, ganz elegantes Hotel am Fuß der Felsen in einem ganz pittoresken Tal. War natürlich hochattraktiv seit jeher. Ein Nobelhotel, das schon 1830 von der Crème de la Crème also bevölkert wurde. Damit öffnet sich die Bühne der Belle Epoque in den Bergen mit ihren Wiener Darstellern. In den Sommertagen 1886 hat sich der junge Arthur Schnitzler in die elegante Hoteliersgattin Olga Weißnix verliebt. Was daraus resultierte, war eine Korrespondenz, die 200 Briefe umfasst hat und gespickt voller Konjunktive ist, weil sich die Leidenschaft der beiden nicht entfalten konnte. Das haben Tabus und die Konventionen verhindert. Trotzdem hat Arthur Schnitzler Olga Weißnix als das Abenteuer seines Lebens betrachtet. Ein weiterer prominenter Gast war der Kaffeehausliterat Peter Altenberg. Ohne Reichenau kein Sommer, kein Leben, kein Glück, kein Ausruhen von den übrigen Monaten. Die Hoffnung auf Reichenau bei Peierbach hielt uns alle aufrecht in den Widerwärtigkeiten, Nutzlosigkeiten des Daseins. Das Billett nehmen, hinausfahren. Die Luft immer frischer, gebirgiger. Schon im 19. Jahrhundert wurde dieser damals wichtigste Zustieg auf den Schneeberg angelegt. Ja, dieser Weg heißt auch nach einem Mitglied der Familie Habsburg, nämlich nach der Erzherzogin Maria Theresia. Das war die dritte Gemahlin von Erzherzog Karl Ludwig, dem Bruder von Kaiser Franz Josef I. Eine Infantin von Portugal, die aber 1855 in Bayern geboren wurde. Und ja, eben die Gemahlin von Karl Ludwig war. Kennst du alle Familienangehörigen des Hauses Habsburg? Nein, bei weitem nicht. Der Weg nutzt die Schlucht der sogenannten Eng, um den unteren Felsriegel zu überwinden. Der Schluchtwald ist naturbelassen. Kein Gewächs gleicht hier dem anderen. Jedes Detail erzählt eine Geschichte vom Wachsen und Vergehen. So verbindet sich unser Weg nicht nur mit der Historie, sondern auch mit dem Kreislauf des natürlichen Werdens. Und die Geschichten begleiten uns. Eva könnte an einer Tour erzählen. Auch die Wiese, die wir erreichen, wurde von Peter Altenberg poetisch geadelt. Knofelebene. Ja. Knoblauchebene. Also nach dem wilden Bärlauch, der hier wächst. Also im Mai duftet es hier ganz stark nach wildem Knoblauch, nach Bärlauch. Ich liebte jeden Halm auf dieser Bergwiese fanatisch. Man war so außerhalb und oberhalb. Knofeleben am Rücken des Feuchter, von Schneebergstürmen, von Racksstürmen umspielt. Wir gedenken deiner wie ein Todeskranker, einer Medizin, die ihm einst geholfen hat. Bergwiese als Medizin, das hat ja bei dir früh angefangen, gell? Das stimmt. Ich habe sogar meine ersten Lebensmonate auf einer Hütte auf der Rax verbracht mit meiner Mutter. Mit Wiese und Bergwasser? Absolut. Mit Quellwasser, das am Herdfeuer gewärmt wurde, wurde ich gewaschen. Ich weiß nicht, wie wichtig das wirklich ist als biografisches Detail, aber so hat es tatsächlich begonnen. Und ich habe dann die Wochenenden von Kindheit und Jugend mit den Eltern auf der Rax verbracht. Von der Rax, wo ihre Wiege stand, schweift der Blick von hier oben über das tief eingeschnittene Höllental hinüber zum Schneeberg.
Wie lief dann diese Entdeckung durch die Wiener ab? Also so um 1805 gab es den Josef August Schultes, das war Reisebuchautor und der hat da einen Reiseführer herausgegeben für die Region zwischen Wien und Puchberg am Schneeberg mitsamt Schneeberg und der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es war eine riesige Sensation und hat die Aufmerksamkeit der gebildeten, wohlhabenden Kreise auf sich gezogen und die sind dann auf den Schneeberg gestürmt. Also ich habe den Eindruck, dass gerade diese besondere Lage von Semmering-Rack-Schneeberg am Rand, am Ende und Beginn der Ostalpen mitverantwortlich ist, warum die Menschen derartig eine große Beziehung zu diesen Bergen haben. Ja? Wir sind hier nicht 360 Grad von Bergen umgeben, sondern haben eine geringere Auswahl. Und das hat zur Folge, dass die Menschen immer wieder auf diese Berge gehen, immer wieder dieselben Wege und Hütten besuchen und das verstärkt die Bindung. So entsteht dieses Gefühl für den Berg. Ich spüre einfach eine sehr tiefe Verbindung. Ja. Das muss nicht immer so ein rückwärtsgewandter Ausflug sozusagen sein, sondern einfach ein tiefes Gefühl von Verbundenheit und Liebe. Es ist sicherlich gewachsen, ja, aber es ist auch wahrscheinlich so eine Auseinandersetzung mit dieser Landschaft. Und schaue sehr genau hin und setze mich sehr genau auseinander. Unsere Tour endet mit dem Abstieg ins Höllental. Der Berg zeigt noch einmal eine raue, ungestüme Seite voll stiller Schönheit. Unten liegt Kaiserbrunn, der Ort, wo die Wasser von Rax und Schneeberg für die Millionenstadt Wien gefasst werden. Hinter den Fassaden im Stil von Kaiser Franz Josef verbergen sich die Quellen. Das Bergwasser war ein Quantensprung für die von Cholera und Typhus verseuchte Großstadt mit ihrem damals explosiven Bevölkerungswachstum. Der Ingenieur Hans Tobler öffnet uns diese heiligen Hallen. Ein Lebensquell voller Magie. Danke sehr, frisch gezapftes Quellwasser. Bitte schön. Frisches Quellwasser, frischer geht's nicht. Das ist absolut naturpur. Fantastisch frisch. Man kannte diese ganzen Quellen oder hat man die gesucht extra damals? Lokal kannte man die Quellen natürlich. Man hat dementsprechend das örtliche Wissen wahrgenommen und dementsprechend die Ressourcen dann gefasst. Die Stadt Wien hat dann diese Gegenden auch überwiegend erworben. Und jede Quelle ist ja ein Unikat, jede Quelle ist anders. Hat dann in den Berg hineingearbeitet und geschaut, wo direkt diese Klüfte und Fassungszonen sind und hat dann dementsprechend Bauwerke davor gesetzt, dass das Wasser eben nicht verunreinigt werden kann. So wie hier, wo es im Prinzip aus verschiedenen Richtungen aus dem Karst zusammenströmt und dann in die kleine Wassersammelkapelle. Ja, ja. In das Quellfassungsbauwerk ist die Kapelle, ja, also ein heiliger Ort für wahr, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und es ist eben genau das, was du gesagt hast, dass dieses, es kommt von links und kommt von rechts, so schaut klüftiger Kalk aus. Es ist wirklich ein sehr komplexes System an verschiedenen kleinen Ritzenfugen bis zu großen Kavernen, wo das Wasser aus der Oberflächenzone am Berg den Weg nach unten sucht, wo wir dann die Quellen haben. Oben auf Rax und Schneeberg und in den Bergwäldern beginnt der lebensspendende Kreislauf für die Stadt. Ganz unmittelbar wird hier anschaulich, dass Berge Leben bedeuten. An diesem Tag regnet es. Nicht gut für Touren und wir treffen Eva Gruber wieder.
Für die Künstlerin eröffnet dieser Tag erst recht den Blick für das Wunderbare der Natur. Auf der Kiesbank an der Schwarza legt sie mit den Flusssteinen konzentrische Ringe. Was drückst du aus? Für mich ist es eine Liebeserklärung an die Natur. Ein einziger Kniefall vor der Natur. Vor der Landschaft vom Höllental im Speziellen. Ihre Skulptur verschmilzt mit den Erscheinungen der Natur. Für Landartisten ist eigentlich irgendwo jedes Wetter schön und alle Naturphänomene haben ihre Schönheiten. In diesem Fall der Regentropfen, die konzentrischen Wellen, die sich von jedem Tropfeneinschlag auf der Wasseroberfläche ausbreiten, finde ich einfach faszinierend. Vor allem, wie sich die auch, also eben so im Ausdehnen überschneiden und einander nicht stören. Also das finde ich auch irgendwie metaphorisch unheimlich schön. Wäre super, wenn wir Menschen das auch könnten. So eröffnet sich mit einfachen Mitteln eine Tiefendimension des Gebirges. Ohne Regen gibt es diesen Fluss nicht, gibt es das Wiener Wasser nicht. Ohne Regen gibt es überhaupt kein Wasser. Es ist einfach der natürliche Kreislauf des Wassers. Und das ist sozusagen wertgeschätzt auch mit dieser Gestaltung von mir. Freilich, Bergsteiger treffen wir erst am anderen Tag, als der Regen aufhört. Das Höllental und besonders dieses Seitental, das kleine Höllental, zieht die Kletterer aus Wien seit über 100 Jahren magisch an. Um auch dieser Geschichte der Wiener Alpen nachzuspüren, begleiten wir zwei Tourenleiter und Kletterinstruktoren der Sektion Austria in Wien. Harald Stockinger und Roland Maruna, der eine klassische Bergsteigerlaufbahn des 20. Jahrhunderts erlebt hat. In einer Zeit noch ohne Klettergurte und mit Hanfseil hat sie hier begonnen. Das Höllental war für uns, also als damals als Buben, weil wir sind ja in einer Alpenvereinsjugendgruppe aufgewachsen, war für uns immer so dieses Geheimnisvolle, das Finstere. Wenn man dorthin geht, dann muss man also aufpassen. Nicht? Das ist also gefährlich und alles Mögliche. Und so wie das Bergsteigen im Allgemeinen ja im Mittelalter. So ähnlich war das für uns als Kinder. Und erst wie wir gesehen haben, welche Schönheit in dem Tal hier herrscht nicht? Und welche durch die Sonne, jetzt kommt es gerade auch wieder, nicht? Das war dann für uns also schon was Herrliches. Nicht? Das kleine Höllental zählt zu jenen legendären Felslandschaften, in denen Generationen ihre Spuren, Routen und Geschichten hinterlassen haben. Als Treadstyle würde man diese Art Kletterei heute wohl bezeichnen. Es ist nur eine einfache Übungsroute, aber am Geburtsort einer bis heute reichenden Traditionslinie. Eigenverantwortlich und ohne künstliche Hilfsmittel zu klettern, war das Credo der Wiener Schule, die hier einen ihrer Übungsplätze hatte. Die Wiener Schule war eine Idee, klettern möglichst ohne Hilfsmittel. Also ich lege nicht eine Schlinge irgendwo in einen Haken rein, sondern ich schlage Haken, aber zur Sicherung. Und nicht, dass ich also zur Fortbewegung, wie es ja dann leider doch 40 Jahre später also sehr häufig gemacht wurde. Nicht? Längst haben sich die Grenzen um Lichtjahre verschoben. Aber das Klettern bei Fermins ist gut ein Jahrhundert nach seiner philosophischen Erfindung wieder zum allgemeinen Ideal geworden.
Die Entdeckung der Wiener Alpen durch die Wiener Bergsteiger hat nicht nur eine alpine Tradition begründet. Sie war auch der Startschuss dafür, dass hier das größte alpine Wandergebiet in der Nähe von Wien erschlossen wurde. Und dann ist hier auch die Idee aufgetaucht, das war so um 1890 herum, ja, man könnte doch diese alten Jagdsteige und diese Schmugglersteige, weil das waren ja zwei Herrschaften da, also zwei Ortsgebiete, die könnte man doch vielleicht ein bisschen ausbauen und versichern. Und daher nennen wir oder glauben wir hier, dass also schon der Rack-Schneeberg-Gebiet, also die Geburtsheimat oder der verschiedene Klettersteiggehens ist. Einer dieser historischen Wege ist der Heidsteig durch die Breinerwand auf die Rax. Eine Fahrstunde von Wien liegen hier Beginn und Ende der Ostalpen. Gebildet vom rauen Plateau und seinem Zwilling, dem Schneeberg.